Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zu der Auflösung von meinem Gewinnspiel und der Beantwortung eurer Fragen. Ich habe ja vor ein paar Wochen die 1000 Abonnenten geknackt und zum Dank dafür habe ich ja gesagt, hey, ich mache ein Gewinnspiel und ihr könnt mir so ein paar persönliche oder allgemeine Fragen stellen, die ich dann gerne für euch beantworten werde. Ich beantworte jetzt erstmal eure Fragen und danach löse ich auf, wer das Gewinnspiel gewonnen hat, beziehungsweise die mysteriöse, nerdige Überraschungsbox. Und anschließend sage ich euch dann auch, welches Pokémon-Spiel bei der Abstimmung gewonnen hat und welches ich jetzt neu Let's Playen werde. Ja, ich weiß, Streams sind sehr populär, gerade in letzter Zeit. Aber meine Internetleitung ist dafür einfach viel zu schlecht. Aber ich kann euch sagen, ich bin dabei, gerade umzuziehen und dann werde ich auch eine neue Internetleitung haben. Und eventuell könnte es sein, dass ich dann auch hin und wieder mal irgendetwas streame. Aber das kann ich so noch nicht versprechen. Das ist immer auch immer eine Frage mit dem Zeitmanagement. Und ich möchte ja, wenn ich zum Beispiel vorher einen Stream ankündige, den noch zu der und der Uhrzeit dann wirklich durchziehen können. Muss ich mal gucken. Das ist alles eine organisatorische Frage. Aber ja, ist noch offen. Aber vielleicht mache ich das in Zukunft. Im richtigen Leben bin ich Informatikkaufmann bei einem großen deutschen bekannten Kräuterlikörhersteller. Und ja, eingesetzt bin ich als SAP Key-User. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber SAP ist halt so ein Programm, womit man in Unternehmen alles Mögliche abbilden kann. Zahlungsläufe und Bilanzen und Warenmanagement und Materialien. Im Prinzip alles, was ein Unternehmen macht, das alles zu digitalisieren und über einen Computer quasi zu steuern, alles Mögliche. Ja, und das betreue ich halt in der Firma so ein bisschen und das ist meine eigentliche Aufgabe und das mache ich im Real Life. Und ja, ich weiß, ich beschwere mich ständig darüber, dass ich so wenig Zeit habe und so weiter, aber das Ding ist, es gibt halt immer bei mir in der Firma extrem viel zu tun. Ich mache eigentlich jeden Tag Überstunden. Es gibt eigentlich keine Woche, wo ich das nicht mache. Wenn ihr überlegt, ich fange um 8 Uhr morgens an zu arbeiten, mache dann gegen 17 Uhr, 17.30 Uhr Feierabend, bin dann gegen 18, 18.30 Uhr zu Hause, muss dann vielleicht noch mir was kochen, einkaufen gehen, was auch immer. Dann wird das dann sehr knapp, mich hinzusetzen und noch irgendeinen anderen Kram zu machen. Das ist halt sehr knapp. Natürlich habe ich dann auch noch ein normales Privatleben, Freunde, Familie und so weiter. Und das kann halt, oder beziehungsweise das darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Und deswegen ist es sehr schwer, das manchmal alles unter einen Hut zu bringen. Ich meine, wenn viele YouTuber, die sind irgendwelche Studenten, machen irgendwelche Part-Time-Jobs und die haben in der Regel dann auch mehr Zeit, um so etwas zu tun. Aber bei mir ist das nun einmal nicht der Fall. Wie lange brauche ich für ein Video? Das kommt ganz auf das Video drauf an. Auf jeden Fall wahrscheinlich länger als ihr denkt. Wenn ich ein Video, oder sag mal, also die meisten oder die bekanntesten meiner Videos sind ja meine Filmreviews. Wenn ich eine Filmreview mache, dann überlege ich mir vielleicht in 15, 20 Minuten, schreibe ich eine kurze Übersicht mit Stichpunkten zu dem Film. Das dauert nicht lang. Dann das Filmen selber ist ungefähr meistens mindestens doppelt so lang. Also wenn die Review eine halbe Stunde geht, nehme ich mindestens eine Stunde lang auf. Und danach geht es dann darum, oder das, was die meiste Zeit frisst, einfach das Nachbearbeiten. Denn ich stecke ja wirklich sehr viel Arbeit in meine Videos und ich möchte auch, dass meine Videos einen gewissen Qualitätsstandard, den ich mir selber auferlegt habe, haben. Zumindest je nachdem, ob man jetzt sehen möchte, dass meine Videos qualitativ hochwertig sind oder nicht. Das ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall, sage ich mal, steckt da sehr viel mehr Aufwand drin, als bei den Videos von manchen anderen Leuten, die sich wirklich nur vor die Kamera setzen, kein einziges Mal einen Schnitt machen, keinen einzigen Effekt, keine Schrift einblenden, gar nichts und das einfach so hochladen, aber haben trotzdem irgendwie eine Fickillion von Klicks. Aber sowas möchte ich halt nicht machen. Und ja, wenn ich also so eine Review mache,
dann kommt es auf die Review an und wie viel Blödsinn ich da mithinher noch reinbaue, um euch zu erheitern. Aber grob kann man so sagen, brauche ich für eine Review dann noch zum Nachbearbeiten so 5 bis 6 Stunden ungefähr. Das kommt hin. Und wenn ich zum Beispiel solche Videos mache wie zu One Piece, zu Theorien, dann dauert das noch umso länger, weil da ist es dann ja nicht damit getan, dass ich hin und wieder mal ein kurzes Video oder einen Schriftzug einblende. Nein, da muss ich da ja wirklich die Bilder aus dem Manga raussuchen, muss die Sprechblasen weiß machen, damit ich da nicht in irgendwelche Copyright-Probleme komme, die ich so oder so kommen könnte, aber solange wie ich das mache, wird es eher geduldet. Das dauert dann nochmal viel länger. Bei so einem Video bin ich ungefähr, also das Film und so weiter, natürlich dasselbe wie bei einer normalen Review, aber das Nachbearbeiten, also ich meine, mein Video über Blackbeard, wo ich gesagt habe, dass er der Endgegner von Ruffy sein wird, dafür habe ich, glaube ich, 20 Stunden gebraucht, alles in allem für das Video. Und wenn ihr das halt hochrechnet auf eine Woche, wie viel Freizeit ich habe und was ich halt nebenher machen muss, dann merkt ihr vielleicht auch oder könnt eventuell nachvollziehen, warum ich ab und zu mal länger brauche, bis das ein oder andere Video rauskommt. Das ist nun mal leider so. Nee, ich habe noch nie was in der Art und Weise professionell oder beruflich gemacht. Ich habe mir einfach das alles selber beigebracht. Ich habe angefangen mit 15, 16 Jahren eigene Videos zu machen, am Anfang AMVs, also Anime-Musikvideos und kleinere Filme mit meinen Freunden zu drehen. Und da ich jetzt schon 26 bin, sind das 10 Jahre Erfahrung, die ich halt ja habe, die ich mir selber beigebracht habe. Und ja, deswegen kann ich das einfach. Bestes Beispiel dazu, ich habe mal einen wirklichen 90-Minuten-Film für einen damaligen Freund gedreht. Diesen Film werde ich auch niemals im Internet hochladen oder irgendwas, das ist wirklich nur für privaten Gebrauch. Und da sind auch ganz viele Leute dabei, die wahrscheinlich was dagegen hätten, wenn ich das einfach ins Internet hochlade. Aber wie gesagt, 90 Minuten, ein kompletter Film, den ich selber gemacht habe mit meinen Freunden. Und da habe ich zum Beispiel, ich glaube auch, das war die Zeit, nachdem ich Abi gemacht habe, im Sommer, da hatte ich dann halt sehr lange Zeit. Und ich habe im Prinzip 3 Monate lang nichts anderes gemacht, als nur an diesem Film zu arbeiten, damit er zu dem Geburtstag von dem damaligen Freund halt fertig wurde. Und sowas ist dann halt, ja, sowas bringt einen sehr weiter in diese Sachen. Und deswegen kann ich das, glaube ich, relativ gut. Ja, auf jeden Fall ist es manchmal ziemlich frustrierend, so ein bisschen. Weil ich habe ja gerade erklärt, wie lange ich für ein Video brauche und wie viel meiner Freizeit ich dafür opfere. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass diese Sachen nicht angesehen werden oder nicht wirklich beachtet werden, dann ist das halt, ja, schon schade. Wenn man sich dann vielleicht irgendwann fragt, warum mache ich die ganze Scheiße hier eigentlich, wenn es sowieso keinen interessiert. Ich meine, es gibt ja hin und wieder, also es gibt ja genug Leute, die sich meine Videos angucken, die auch gut finden und für die mache ich das ja mal auch gerne. Aber ihr müsst auch mal daran denken, ich verdiene damit kein Geld oder sowas. Es ist nicht so, dass man ein Video bei YouTube hochlädt, auf einmal kriegt man Werbeeinnahmen in Höhe von weiß ich nicht wie viel Euro. Das ist nicht so. Also die Leute missverstehen das immer. Die denken immer, du lädst ein Video bei YouTube hoch, kassierst Geld und die ganzen YouTuber da, die leben irgendwie in Saus und Braus. Das ist nicht so. Also ich opfere sehr viel Zeit dafür, sehr viel Aufwand stecke ich da rein. Mir macht das ja auch Spaß. Mir macht es einfach Spaß, über diese Themen zu reden, mich mit diesen Themen mit anderen Menschen auszutauschen und ja, für die was Lustiges bereitzustellen. Aber ja, wenn da nichts zurückkommt, ist das manchmal schon echt schade. Und deswegen würde ich euch auch nochmal bitten, meine Videos, wenn euch die gefallen, zu liken und zu teilen, an Leute zu schicken, die das eventuell auch cool finden könnten, Freunde von euch oder so. Und ganz wichtig, Leute, liked meine Facebook-Page. Denn ich mache ja keine kleinen, kurzen Furz-Videos über, hey, der Entwickler hat angekündigt, er macht eventuell ein neues Spiel. Da gibt es Leute, die machen dann auf YouTube darüber 5-Minuten-Videos, wo eigentlich kaum Inhalt drin ist und die haben, weiß ich nicht, wie viele Klicks. Ich finde das aber scheiße. Ich möchte so einen Dreck nicht machen. Aber natürlich sind solche Sachen trotzdem interessant. Und natürlich informiere ich über solche Sachen auch. Deswegen auf meiner Facebook-Like-Page poste ich jeden Tag irgendwelche Bilder, ich poste jeden Tag irgendwelche News, irgendwelche Sachen und gebe meinen Senf dazu ab, schreibe da auch wirklich längere Beiträge. Und wenn ihr meine Meinung gut findet oder meine Meinung interessant findet, dann liked auf jeden Fall meine Facebook-Page, denn
Da bekommt ihr noch sehr viel mehr Input von mir als hier in den Videos. Selbstverständlich habe ich eine Freundin. So ein schmucker Bubi wie ich, der bleibt doch nicht lang solo. Nein, natürlich nur Spaß. Ja, Schatz, würdest du bitte vor die Kamera kommen, um den Videobeweis zu liefern? Hallo, ich bin die Freundin von Bacon Zack. Wir sind sehr glücklich. Ich bin freiwillig hier. Jetzt in die Kamera grinsen. Hätte ich jetzt mal Geld? Schatz, guter Witz, ne? Natürlich Geld. Geh doch mal darüber. Wir reden später nochmal darüber. Wer mich kennt, der weiß, dass ich sage, One Piece ist sowas wie meine Religion. Und ja, gute Frage eigentlich, wie bin ich dazu gekommen. Ich bin Banzai-Leser der allerersten Stunde gewesen damals. Wer es nicht kennt, die Banzai war der Versuch von Carlsen, das Konzept der Weekly Shonen Jump auch in Deutschland zu etablieren. Und das lief von 2001 bis, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube 2005 oder 2006. Und da erschien halt jeden Monat solch ein Magazin und da drinnen waren halt verschiedene Manga, also zum Beispiel Hunter, Ex-Hunter und Naruto und so weiter und so fort. Und unter anderem war auch in der allerersten Ausgabe Romance Dawn drinne, der Prototyp von One Piece, den Oda mal vor Jahren gezeichnet hat. Und ich fand die Geschichte so gut und wollte eigentlich unbedingt wissen, wie es weitergeht mit Ruffy. Und habe dann entdeckt in der Buchhandlung, dass es halt One Piece gab mit Monkey D. Ruffy. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich gecheckt habe, dass es tatsächlich dasselbe ist, beziehungsweise dann die Weiterentwicklung von diesem Manga. Da habe ich halt angefangen, mir von in meinem Taschengeld abwechselnd immer entweder One Piece zu kaufen oder Dragon Ball Bände. Und ja, seitdem bin ich dabei. Und One Piece ist einfach der hammergeilste Shonen Manga, den es überhaupt nur gibt. Also zum einen ist One Piece total lustig. Ich muss regelmäßig mich total wegkrachen, wenn ich es lese. Gleichzeitig ist es aber zum Teil, oder es gibt zumindest bestimmte Schlüsselszenen in dem Manga, die sehr, sehr traurig sind und auch, ja, ich nenne das auch immer wie oder auch Männerromantik beinhalten. Und das ist halt klasse. Und außerdem ist One Piece mit seiner Welt, die Oda da aufgebaut hat, mit den vielen verschiedenen Völkern, mit den vielen verschiedenen Fraktionen, mit den Völkern. Das ist einfach so spannend, dass sich das auch immer noch weiterentwickelt und immer hören wir was Neues, ohne dass es unlogisch wird. Also es ist nicht so, dass wie in anderen Mangas, dass dir irgendwann einfach ein Gegner oder eine Fraktion oder irgendwas aus dem Arsch gezogen wird, was vorher nie da war und es auf einmal komisch wird. Zum Beispiel bei Bleach oder so. Aber nein, bei One Piece ist es so, dass wir einfach diese riesige Welt Stück für Stück immer weiter erkunden und das einfach immer nur reichhaltiger und immer besser wird. Und viele Shonen-Manga sind halt nach ein paar Jahren an die Wand geschriebene Scheiße. Ja, wie zum Beispiel eben Bleach. Aber One Piece ist, finde ich, seit Jahren auf einem konstanten Qualitätsstandard. Ob man den jetzt besonders gut findet oder nicht so gut, ist egal erstmal. Aber ich finde wirklich, dass grob immer eine bestimmte Linie eingehalten wird. Und das finde ich einfach super. Und ja, deswegen ist und bleibt One Piece mein absoluter Lieblings-Shonen-Manga. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Es gibt eine Menge geile Teufelsfrüchte. Ich glaube aber, ich bin da ein bisschen unkonventionell und sage nicht sowas wie die Feuerfrucht oder die Gum-Gum-Frucht, die wahrscheinlich jeder Zweite oder Dritte nehmen würde. Ich finde tatsächlich sehr geil die Tatzenfrucht von Bartholomäus Bär mit den Händchen, wo du ja alles abwehren kannst. Und also ich finde einfach, diese Frucht ist sehr individuell und ist auch sehr stark auf ihre individuelle Weise, weil es halt total verwunderlich ist, wie so eine Frucht wirklich so eine Kraft entwickeln kann. Also das würde man auf den ersten Blick gar nicht vermuten oder dran denken, dass die so krass sein kann. Aber ich finde es richtig cool, was Oda mit dieser Frucht gemacht hat und ich glaube, ich würde tatsächlich die Tatzenfrucht nehmen, ja.
Ja, wie finde ich The Flash, die TV-Serie? Also, der Flash an sich als Figur, als Comicfigur, ist sehr, sehr gut. Auch einer meiner Lieblingshelden, finde ich super. Aber ich finde generell, also DC hat ja momentan sehr viele TV-Serien schon, die auch relativ populär eigentlich sind. Aber ich finde eigentlich alle durch die Band weg scheiße. Aber wirklich hammerscheiße. Also Flash geht noch, Flash finde ich noch ganz gut, weil der Ton der Serie einfach ein bisschen, ja, einfacher, fröhlicher ist. Klar gibt es auch ernste Sachen, aber alles in allem ist das, ja, ein bisschen frischer Wind. Wenn ich da zum Beispiel an Arrow denke, Alter, ich hasse Arrow wie die Pest. Ich finde diese Serie so furchtbar schlimm. Ja, wirklich unfassbar furchtbar. Ich verstehe nicht, wie man das gucken kann. Ich finde sie stinklangweilig. Ich finde durch die Bank weg alle Charaktere bis auf Diggle scheiße anstrengend und scheiße unsympathisch. Ich vergesse immer, wie der Name von dem Schauspieler heißt, aber der Typ, der halt Oliver Queen spielt, ist, wie ich finde, die männliche Version von Kirsten Stewart, wo sich alle Leute darüber aufregen, dass sie keine Gefühlsregungen beim Schauspielen zeigt. Und oh, ich finde das einfach furchtbar. Hammerscheiße. Ich kann mir das nicht angucken. Also ich habe mir Arrow 1,5 Staffeln angeguckt, bis dann das erste Mal Barry halt aufgetaucht ist, weil ich dann halt eigentlich Flash gucken wollte. Und dann habe ich die erste Staffel von Flash geguckt. Fand die auch soweit ganz okay. Ja, konnte ich mir mal angucken, war auch cool. Aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, boah, ich muss jetzt unbedingt weitergucken. Ich muss wissen, wie es weitergeht in der nächsten Folge, wie es bei anderen Serien ist. Welche DC-Serie ich aber trotzdem sehr geil finde, ist Gotham. Die Serie habe ich mir sofort gekauft, auch als sie dann in Deutschland auf Blu-ray erschienen ist. Ich finde die sehr, sehr cool. Hat natürlich auch seine Ecken und Kanten, aber ich finde sie besser als jede andere DC-TV-Serie, die es im Moment gibt. Und ja, ich gucke da auch wirklich jede Folge immer auf Englisch. Ich finde die Serie echt cool, freue mich, wenn die zweite Staffel dann auf Blu-ray rauskommt. Ich habe die Folgen zwar schon gesehen, aber werde ich mir natürlich auch holen und bin gespannt, was sie mit der dritten Staffel machen. Also ich kann nicht jedem nur empfehlen, wer vielleicht mit Flash und Arrow nicht so viel anfangen kann, guckt euch mal Gotham an. Ich finde die Serie echt cool. Ja, ich kenne das Problem, um bei US-Comics durchzublicken, brauchst du schon fast einen Doktortitel. Das ist zum Teil hammer kompliziert und echt nicht einfach. Und ich glaube, ich mache vielleicht auch mal, wenn ich die Zeit dazu habe, einen Comicbuch-Guide, der so ein bisschen vielleicht erklärt, worauf man achten muss, wie das alles ein bisschen aufgebaut ist und so weiter und so fort. Aber um deine Frage jetzt erstmal zu beantworten, es gibt drei Trading Paperbacks, wo die grundsätzliche Geschichte von Nightfall zusammengefasst wurde. Die habe ich auch. Zum einmal hier der erste Teil von Nightfall. Dann der zweite Teil von Nightfall. Und der dritte Teil von Nightfall. Und wenn du diese drei Paperbacks dir holst, dann hast du eigentlich alles, was du zu Nightfall großartig wissen musst. Da wird leider der Handlungsstrang ausgelassen, in dem Bruce Wayne sein Rückgrat quasi wieder einrenkt und ja wieder genesen wird und wieder als Batman zurückkommt. Also das wird hier in diesen Paperbacks leider nicht klar. Und ich habe auch keine Ahnung, warum die das ausgelassen haben. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen Paperback gibt, wo das drin vorkommt. Ist aber eigentlich für die direkte Story jetzt auch nicht so wichtig. Ich meine, Bruce Wayne kommt halt wieder und hat wieder ein heiles Rückgrat, because of reasons, und gut ist eigentlich. Ich weiß auch nicht, ob es die Dinger auf Deutsch gibt. Also ich lese US-Comics auch tatsächlich immer in Englisch, weil ich jetzt einfach weiß, dass mich das von Manga komplett ankotzt, dass die Übersetzungen von manchen Verlagen einfach vollkommen für die Grütze sind. Aber ich kann halt kein Japanisch. Aber Englisch kann ich und deswegen lese ich die US-Comics immer im Original. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das bei Panini oder wo auch immer die in Deutschland erscheinen ist, die so gibt. Aber auf jeden Fall kriegst du diese Dinger pro Band für, ich glaube, lass mich nicht lügen, ich glaube 14 oder 15 Euro. Sicherlich auf Amazon kannst du dir bestellen und ja, lesen, wenn du Bock drauf hast. Mein Lieblings-Avenger, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da muss man erstmal unterscheiden zwischen Filmuniversum und tatsächlich Comicbuchuniversum. Im Comicbuchuniversum ist es auf jeden Fall Spider-Man. Und wobei Beast ist eigentlich auch ein ziemlich cooler Avenger in den Comics.
aber auch, wie ich finde, Ben Grimm. Der ist auch ein Avenger. Und ja, ich kann mich da nicht so richtig entscheiden. Also meine Top 3 in den Comics sind Spider-Man, Ben Grimm und Beast. Und in den Filmen ist es definitiv der Hulk, ja. Mit Abstand. Auf jeden Fall Hulk, weil Hulk Smash! Das waren jetzt die Fragen, die ich mir rausgepickt habe, von denen, die ihr mir gestellt habt, um sie zu beantworten. Und ich hoffe, ich habe sie zu eurer Zufriedenheit beantwortet. Und jetzt wird es aber Zeit, das Gewinnspiel aufzulösen. Ich habe einfach alle, die gepostet haben im Pirate Board oder auf YouTube oder auf Facebook, eine Nummer gegeben und habe die dann in den Randomizer geschmissen und habe dann halt geguckt, wer gewinnt. Und gewonnen hat Patrick Morgenstern. Ich habe ihn auch schon kontaktiert und er hat mir auch schon geantwortet. Herzlichen Glückwunsch, du gewinnst die nerdkalyptische Überraschungsbox. Und jetzt möchte ich natürlich noch zeigen, was du eigentlich gewonnen hast. Ein Star Wars 3D-Bild. Ich habe keine Ahnung, ob man das auf der Kamera gut erkennen kann, aber ja, es ist 3D. Einen Big Bang Theory Schlüsselanhänger. Band 58 von One Piece. Ein Quartett mit Marvel-Superhelden. Ein langes Superman-Poster. Und natürlich ein nerdkalyptisches T-Shirt. Die Sachen gehen natürlich so schnell wie noch möglich zu dir raus. Und ich freue mich, dass so viele mitgemacht haben. Und ja, nochmal herzlichen Glückwunsch, dass du gewonnen hast. Wenn das ganz gut ankommt jetzt bei euch, dann mache ich das vielleicht hin und wieder öfters auch nochmal in der Zukunft, aber mal sehen. So, und eine Sache muss ich jetzt auch noch aufklären. Ihr konntet ja voten, welches Pokémon-Spiel ich als nächstes oder überhaupt ein Pokémon-Spiel zum ersten Mal, welches ich davon let's playen soll. Und gewonnen hat tatsächlich unerwarteterweise für mich, das ist wirklich das letzte Spiel, mit dem ich gerechnet habe, dass es gewinnen würde, gewonnen hat PokéPark Wii, Pikachus großes Abenteuer. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass einfach eine normale Edition gewinnt und ich eine Lastlock-Challenge oder sowas machen kann. Aber anscheinend habt ihr was gegen mich oder ihr wollt mich verarschen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall habt ihr jetzt alle für PokéPark Wii gestimmt und ja, dann werde ich das jetzt let's playen. Die ersten beiden Parts sind, wenn ihr dieses Video seht, auch schon online. Das heißt, ihr könnt direkt gucken, was für Abenteuer ich im PokéPark erlebe. Und ja, ich hoffe, ihr schaut da rein. Immerhin habt ihr dafür gewotet. So, das war der zweite Teil von meinem Dankeschön für 1000 Abos / Video. Und ja, nochmal vielen Dank. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen zu eurer Zufriedenstellung beantworten. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem jetzt kommenden Let's Play zu PokéPark Wii. Und ja, wie gesagt, wenn das gut ankommt, dann werde ich wahrscheinlich nochmal in der Zukunft ein, zwei kleine Gewinnspiele machen. Und ja, nochmal für euch der Appell, bitte liked meine Facebook-Seite. Wirklich, es kommt euch nur zugute. Es ist übrigens auch sehr viel einfacher für mich, euch zu antworten, wenn ihr mir auf Facebook schreibt. Denn das Benachrichtigungssystem bei YouTube, wenn ihr irgendwelche Kommentare schreibt, das ist extrem langsam, das ist extrem scheiße und da übersehe ich oft auch mal was. Bei Facebook, wie blöde Facebook an sich auch einfach ist, aber das Benachrichtigungssystem ist gut. Und ich sehe einfach alles, was da passiert und ich kann darauf auch sofort und schnell reagieren. Das heißt jetzt nicht, dass ihr bitte keine Kommentare mehr auf YouTube schreiben sollt, aber ihr könnt ruhig meine Facebook-Seite liken und ich poste da auch ständig irgendwelche Bildchen, die lustig sind oder ich poste auch gerade News zu irgendwelchen Manga oder zu irgendwelchen Filmen oder zu irgendwelchen Spielen. Und ich denke, da macht es dann auch mal vielleicht Spaß mit mir oder generell miteinander zu diskutieren über irgendwelche Themen, was man halt hier in Form von einem Video nicht tun könnte oder wofür sich ein Video an sich nicht lohnen würde in meinen Augen. Deswegen liked meine Facebook-Seite, es kann euch nur zugutekommen. Also, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich Tschö mit Ö!